Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu timetodo.ch, wie immer auf Schweiz 5. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind. Wir haben vom Themenkreis das Ganze etwas umgestellt. Das hat mit meinem Gast zu tun, der natürlich nicht ständig in der Schweiz weilt. Und ich nutze immer die Zeit, wenn er in der Schweiz weilt, um ihn einzuladen. Warum habe ich das heute getan? Denn es geht um einen wichtigen Punkt, den wir die ganze Zeit schon hier ganz brennend diskutieren und der immer wieder auch in der Presse hochgespielt wird. Mit dem 21. April begann die Unterschriftenaktion zur Volksinitiative für das bedingungslose Grundeinkommen. Während des Starts dieses Systems lese und höre ich immer allen möglichen Unsinn. Meine Zuschauer schreiben mir Leserbriefe und kleben die entsprechenden Zeitungsausschnitte darauf. Ich habe gedacht, um das nicht nur aus meinem Mund zu vernehmen, lade ich ihn heute noch einmal zu mir ein, denn er ist ein großer Fachmann, er hält viele Vorträge und hat auch im Bereich der Wissensmanufaktur gemeinsam mit den anderen, die dort sich über die Dinge Gedanken gemacht haben, den Plan B auf die Füße gebracht. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogt. Norbert, schön, dass ich wieder da sein darf. Dankeschön. Bedingungsloses Grundeinkommen ist ja ein Thema. Vielleicht müssen wir einmal vorausschicken, dass die meisten Leute, wenn sie das hören, dann gehen die immer davon aus, alles bleibt wie es ist, nur die Menschen bekommen jetzt Geld für nichts. Ja. Kannst du das so unterschreiben? Es gibt eine ganze Reihe Standardvorurteile, die man in dem Zusammenhang sich immer wieder anhört. Eine ganz wichtige Thematik, die man quasi vor die Klammer setzen muss, ist, dass man sich darüber im Klaren ist, dass wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen, da kommen wir ja noch drauf, warum das sinnvoll ist, befürworte, dass das etwas ist, was in einem Gesamtkontext passieren muss. Das heißt, das Herumdoktern an einem, und wir erleben es ja jetzt tagtäglich, in Sachen Wirtschaftspolitik vor die Wand fahrenden System mit immer größerer Geschwindigkeit. Das kann ich jetzt nicht dadurch reformieren und ändern, dass ich an einem Symptom eine Kleinigkeit ändere und den Rest so sein lasse. Das heißt, ich muss mit dem bedingungslosen Grundeinkommen an das Geld- und Finanzsystem gehen. Ich muss an das Bodensystem gehen. Ich muss also eine ganze Reihe von Baustellen zu einer tatsächlichen Neuordnung neu konstruieren. Und dann stellt sich heraus, dass das bedingungslose Grundeinkommen ein ganz wertvolles und positives Instrument ist. Und die Vorurteile und die Sorgen, die zum Teil aus Unkenntnis, aber auch nicht selten polemisch, das sei marxistische Mottenkiste und hier wird der Kommunismus eingeführt oder so etwas, damit überhaupt nichts zu tun haben, sondern etwas zu tun haben mit Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Das ist auch das, was wir widerspiegeln hier in der Sendung. Und ich möchte mal genau, du hast eben schon eines der Zauberworte erwähnt, einen Artikel zitieren, auf dem ich gerne noch eine Frage aufbauen würde, am 20. April in der Neuen Luzerner Zeitung unter dem Bereich Forum Leserbriefe zu lesen, stand da Folgendes. Grundlohn für alle ohne Arbeit aus der Ausgabe vom 12. April. Ein Leser schreibt, einige Befürworter der Initiative Grundeinkommen erinnern mich stark an gläubige Sektierer, die unbedarft dem nächsten Glaubenssatz hinterherlaufen. Der Spruch, es würden sowieso die meisten weiterarbeiten, ist dabei besonders oft zu hören. So bedingungslos scheint mir das Grundeinkommen also gar nicht zu sein. Die Initianten gehen nämlich von einem ganz bestimmten Menschenbild aus, das einige Parallelen zum Marxismus aufweist und glaubt, den Menschen zu kennen, ihn positiv beschreiben zu können. Dieser Versuch ist damals wie heute zum Scheitern verurteilt. Ein weiterer grundlegender Irrtum besteht darin, dass sich zu beschäftigen nicht heißen muss, dass man damit auch automatisch den Topf des Grundeinkommens speist. Die Untauglichkeit ist damit eine strukturell bedingte wachsende Unterdeckung und doch ist es sehr berechtigt zu fragen, ob es nicht billigere Anreizsysteme gibt, welchen unsere gegenwärtige Institutionsbürokratien unterlaufen können. So hätte ein nicht existenzsicherndes Grundeinkommen Lohnzuschuss für Arbeitstätige durchaus Chancen, die Working-Poor-Problematik zu lösen und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile zu generieren.
Bedingung dafür wäre eine Einheitssteuer mit Grundfreibetrag, wenn dies über eine negative Einkommen geschehen soll, wenn dies über eine negative Einkommensteuer geschehen soll. Hier ist aber nicht ein Glaubenssatz, sondern handfeste empirische Forschung angezeigt. Der Bund soll dazu angehalten werden, Gelder für praktische Versuche zu sperren, die längerfristige Institutionen einsparen können. Also ich will den Namen des Schreibers jetzt da nicht angeben. Man könnte sich jetzt das sehr einfach machen. Ich könnte jetzt zugegebenermaßen, das wäre etwas polemisch, aber wenn du als Bundesbürger oder im Bereich der EU, da ist ja hier die Schweiz dankenswerter und glücklicherweise außen vor, wenn du im Bereich der EU siehst, welche Milliarden und inzwischen auch Billionenpakete zur sogenannten Rettung von irgendwelchen vermeintlichen Staaten, in Wirklichkeiten Kapitalsammelbecken und Banken zur Verfügung stehen, davon könnte man, also die Frage der Finanzierbarkeit von dem, was wir im Augenblick allein in dem, zur Rettung des Euros in den verschiedenen Ländern ausgeben, könnte man in all den Ländern ein bedingungsloses Grundeinkommen auf Jahre bezahlen. Also man könnte es sich insofern sehr einfach machen. Ganz offensichtlich ist ja in diesem EU-System Geld ohne Limit da. Das, was in der BRD gerade abgestimmt wird, der sogenannte ESM, macht das ja deutlich. Da gibt es keinen Deckel mehr. Da wird innerhalb von 7 Tagen eine Zahlung, die eine anonyme Gruppe verabschiedet. Und bei immune? Immun und anonym. Allein das nur so als kleine Anmerkung bei dem Thema am Rande. Wenn sich jemand eine solche Konstruktion ausdenkt, dass die Leute weder juristisch gepackt werden können, noch eine Rechenschaft, noch jeweils zur Verantwortung gezogen werden können. Wenn ich das so organisiere, habe ich ja offensichtlich die böse Absicht schon implizit in dem Gesetz mit drin. Denn das tue ich ja nur, wenn das schlechte Gewissen automatisch schon mitläuft. In dem Moment, wo ich sage, ich gebe hier eine Billion oder eine halbe Billion oder 100 Milliarden aus, müsste es in Ordnung sein, darüber Rechenschaft abzulegen und zur Rechenschaft. Und wenn ich das eben fehlerhaft tue, muss ich auch für die Konsequenzen letztendlich haften. Das ist eigentlich normal. Das wird bei dir, wenn du was ausgibst oder irgendwas machst, und bei mir der Staat selbstverständlich einfordern. Also Geld ganz offensichtlich in Hülle und Fülle da, wenn es darum geht, die falschen Gelder an den falschen Plätzen auszugeben. Insofern ist die Frage der Finanzierung eigentlich bei dem Thema schon durch. Aber lass mal die Polemik mal beiseite und guckt sich an, was wir im Augenblick im Rahmen des Sozialsystems und im Rahmen beispielsweise des Arbeitslosengeldes schon jetzt ausgeben. Auch da, wenn man da den Strich drunter macht, in der Bundesrepublik ist der Anteil im Bundeshaushalt der absolut größte, der genau für diese Gelder zur Verfügung gestellt wird. Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass auch jetzt schon im Bereich eines sogenannten bedingungslosen Grundeinkommens ganz unten und ganz oben bedingungslos bezahlt wird. Derjenige, der von einem Vermögen zinsertragsmäßig lebt, ohne etwas zu tun, der in Anführungsstriche klassische Playboy, aber das sind ja nicht ganz wenige, es sind etwa 10%, die ein Eigentum haben, ein Vermögen haben über 1 Million, das ist die Schnittstelle, 10% der Gesellschaft haben einen großen Teil des Vermögens der gesamten Gesellschaft und arbeiten müssen vor dem Hintergrund sowieso nicht arbeiten. Die können von den Zinsen leben. Ja. Insofern haben die auf hohem Niveau ein schon jetzt bedingungsloses Grundeinkommen und der ganze Hartz IV und Arbeitslosenbereich ebenfalls. Hinzu kommt, wenn man jetzt mal kritisch an die Frage, welche Arbeiten denn gemacht werden, dass hier in der Schweiz, wie auch in der Bundesrepublik, es zahlreiche Tätigkeiten gibt. Der Professor Christian Kreis nennt das unnütze Arbeiten, die von der Allgemeinheit alimentiert werden, direkt oder indirekt, die ebenfalls, weil sie unnütze Arbeiten sind, ohne jegliche Produktivität. Wirtschaftsprüfer, Finanzbeamter, ein ganzer großer Bereich des gesamten Banken- und Finanzsystems, die ganze Branche der Werbung ist ein klassisches Beispiel, wo man sagen müsste, für die Allgemeinheit,
ob ich jetzt für BMW, Mercedes oder Porsche Hanuta werbe, oder Mars oder was auch immer, ist völlig egal, völlig wurscht. Letztendlich müssen wir als Kunden den Betrag, der dort in Werbung, in PR, in riesige Events und Shows und alles Mögliche investiert wird, in einer Verteuerung der Produkte, also sowieso alle mitbezahlen. Das heißt, auch jetzt werden Bereiche der sogenannten unnützen Arbeit alimentiert von der Allgemeinheit, ohne dass sich darüber letztendlich im Klaren ist. Wenn man die streichen würde, würden die Produkte preiswerter, die Menschen, die dort tätig sind, würden freigesetzt. Und da kommt der nächste ganz entscheidende Gedankenfehler bei diesem Thema, dass ich den Arbeitsplatz als Arbeitsplatz einer besonderen Wertigkeit unterziehe. Das, was die Menschen brauchen, was mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ihnen zur Verfügung gestellt wird, ist eine Einkommenssicherheit, und zwar eine Basis. Es ist kein bedingungsloses Spitzeneinkommen, sondern es ist ein bedingungsloses Grundeinkommen, eine Basis, dass kein Mensch in irgendeiner Weise notleidend ist. Sondern also, dass das Thema Existenzangst richtig wegfiele. Wäre komplett eliminiert. Richtig. Das wäre komplett eliminiert. Das heißt, du hättest beispielsweise, sagen wir mal, als junge Frau die Möglichkeit zu sagen, ich kümmere mich jetzt um mein Kind ganztags. Was nichts besser für das Kind passieren kann, dass sich eine junge Mutter oder eine Mutter sich ihrem Kind oder ihren Kindern zuwendet und widmet und dafür nicht überlegen muss, wie kriege ich das vereinbart, ich muss einen Job nachgehen, ich muss sehen, dass ich dann so viel verdiene, dass ich ein Kindermädchen bezahlen kann oder irgendeine Betreuung organisieren kann, wenn der Kindergarten nicht mehr funktioniert oder um die Hausaufgabenbetreuung und, und. In dem Moment, wo ein bedingungsloses Grundeinkommen für eine solche Frau zur Verfügung stünde, in dem Moment, wo auch ab dem 0. Lebensjahr das ist ja die Grundidee, die Hälfte des Satzes auch für jedes Kind zur Verfügung stünde, hätte die Frau eine Sicherheit, eine Freiheit, einen Wegfall von Existenzsorgen, der genial wäre. Nehmen wir berufliche Bereiche, die in der heutigen Zeit extrem wichtig sind und extrem schlecht bezahlt werden. Ob das der Krankenpfleger ist, ob das die Krankenschwester ist, ob das sogenannte Schmutz- und Dreckarbeiten wie der Müllentsorger ist. All diese Tätigkeiten können, weil sie in der Wertigkeit, in der materiellen Wertigkeit unten angesiedelt sind, aber in der Bedeutung für die Gesellschaft, also wenn mal die Müllabfuhr irgendwo streikt, man sieht dann die Bilder. Man sieht dann die Bilder, was da abgeht. Wenn in einem Krankenhaus die Krankenschwestern streikten, dann könnten die Kliniken dicht machen. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, dass das Arbeiten sind, die nicht einen hohen sozialen oder einen hohen menschlichen Stellenwert haben. All diese Menschen würden in ihrem Selbstwertgefühl, in ihrer Möglichkeit, dem Arbeitgeber gegenüber aufzutreten, in einer Weise unterstützt, indem sie sagen können, lieber Arbeitgeber, liebes Krankenhaus, liebe Müllabfuhrgesellschaft, lieber Krankenpflegedienst oder was auch immer, liebe Fließbandproduktionsgesellschaft, also Automobil, wo ich am Fließband arbeiten muss, biete mir eine vernünftige Zuverdienmöglichkeit an zu meinem bedingungslosen Grundeinkommen, dann mache ich das. Und wenn das etwas als Angebot ist, was rüberkommt und was funktioniert, werden diese Tätigkeiten wahrgenommen und es ist ein Werben der Arbeitgeber um die Menschen, die als Arbeitskräfte sich zur Verfügung stellen können. Hier kriege ich also einen ganz anderen Dreh in ein solches System hinein und schaffe diese Erpressbarkeit. Wir haben im Augenblick eine Situation, wenn ein Student lange akademische Ausbildung, ist fertig, hat wirklich was gelernt, ist Bachelor, Master oder wenn er Glück hat, ist er noch Magister und hat noch die alten Abschlüsse gemacht. Dann beginnt die Generation Praktikum.
dann wird so ein Student mit einer hochwertigen Ausbildung in irgendeinem Laden, irgendeinem Unternehmen ins Praktikum geschickt, kriegt dafür vielleicht 600, 500. Es gibt bestimmte Bereiche, die besonders begehrt sind, gerade in solchen unnützen Gesellschaften wie Werbung oder so etwas, unnützen Arbeitstätigkeiten, und bekommt dort vielleicht sogar gar nichts. Dann macht er seinen Job, ist hoch motiviert, ist hoch engagiert, und am Ende seines Praktikums, wenn er dann die Frage stellt, und da kenne ich inzwischen hunderte von Beispielen, wenn er dann die Frage stellt, nach einem Jahr, ich habe mich bewährt, ich habe mich engagiert, ich habe dem Unternehmen eine Menge an Mehrwert gebracht, an Effizienz gebracht, Effektivität gebracht, alles miteinander. Dürfte ich denn mal fragen, ob aus dem Praktikum vielleicht jetzt eine Festanstellung oder dass das Praktikum vielleicht sich etwas wandeln würde, auch in einen Arbeitsvertrag mit einer etwas höheren Wertigkeit. Zig Fälle, wirklich zig Fälle. Du stellst diese Frage und fliegst raus. Und es stehen ja genug auf der Straße, die anschließend hergehen und gerne sagen, diesen Job übernehmen. Diesen Job übernehmen. Wiederum für den absoluten Hungerlohn. Und insofern schleppen sich die heutigen Industrieunternehmen oder Werbeagenturen oder Kanzleien oder was auch immer auf die Art und Weise mit Billiglohnsituationen, kommen die über die Runden, die müssen niemanden richtig einstellen, die müssen nie für eine wirklich gute Arbeit ein richtig gutes Geld bezahlen. Sehen wir noch den Fakt des unglaublich wachsenden Marktes der Zeitarbeit. Richtig. Dass viele sagen, moderner Sklavenhandel dazu, weil das ja auch so eine Abhängigkeitsgeschichte ist. Du bist ständig im Habacht. Du hast aber die Zeitarbeit, insofern noch ein, weil das auch in dem Ding angesprochen wurde, ein ganz wichtiger. Ich könnte es mir auch da jetzt einfach machen und sagen, also die Leute arbeiten da nicht. Es gibt Umfragen, die das Gegenteil beweisen. Aber lassen wir mal die Umfragen, das können ja Dinge sein, die so erzählt werden. Wir haben in der Bundesrepublik die Situation oder den sogenannten Hartz-IV-Aufstocker. Ein Hartz-IV-Aufstocker, der ist was völlig Krankes, was völlig Perverses, ist jemand, der für einen Fulltime-Job weniger bekommt als den Hartz-IV-Satz. Weniger. Das sind Menschen, die von morgens bis abends arbeiten, also sich nicht auf die faule Haut legen und weniger kriegen als Hartz-IV, was schon eine Hungergeschichte ist, und die dann die Differenz, deswegen heißen die so, beim Arbeitsamt beantragen können. Die werden dann aufgestockt vom Staat auf die Hartz-IV. Das heißt, Du pflückst, pulst Kartoffeln raus, bist bei der Weinlese, bei der Ernte raus, hast einen 1-Euro-Job oder so etwas und gehst dann zum Arbeitsamt und sagst, ich kriege hier 300 Euro im Monat für einen Fulltime-Job. Und das sind jetzt keine Tätigkeiten, die angenehm sind. Richtig. Wer das schon mal gesehen hat, ich weiß nicht, bei was ist, die liegen da auf dem Bauch auf so Wegen und müssen den ganzen Tag da irgendwas. Ja. Also Spargel stechen, im Augenblick ist die Spargelzeit und so weiter. Ja. Das sind so die klassischen. Und da muss ich dann wirklich auch sagen, wer sich jetzt hier so etwas, Entschuldigung, wenn ich das so sage, etwas bräsig in der Zeitung sagt, das ist also marxistisch und das sind so Leute, die dann nur noch faulenzen. Ein Hartz-IV-Aufstocker hätte es sehr viel einfacher zu sagen, arbeiten, bin ich denn blöd? Ich arbeite doch nicht, ich nehme Hartz-IV und habe auch noch mehr für Nulltun im Vergleich zu meiner jetzigen Tätigkeit, die hart ist, die entbehrungsreich ist und ganz schlecht bezahlt wird. Und ich muss dann noch als Bittsteller zum Amt latschen und muss im Amt sagen, könnt ihr mir bitte die Differenz zwischen meinem Minilohn und dem Hartz-IV noch bezahlen? Also da sind wir ja bei dem ganzen klassischen Thema Lohn, Gehälter, bei dieser Geschichte. Also es gibt ja ein paar Faktoren, die immer mehr an die Öffentlichkeit gelangen. Einer, ich habe das in einer der letzten Sendungen zitiert, amerikanische Wissenschaftler haben jetzt endlich die Studie veröffentlicht, wo ganz klar darin hervorgeht, Technisierung und Automatisierung, also alles, was mit Computern, Robotern, Fertigungsstraßen, wie auch immer gemacht wird, ob das schon der Dienst vom Pförtner ist, wo früher einer saß, der die Schranke aufgemacht hat, hast du heute Chipkarte und Kamera und Iris-Scan und was weiß ich, zick, zack, bumm, geht das Ding auf, kannst da reinfahren oder auch nicht. Und diese Dinge, dass das die Jobkiller Nummer 1 sind, können wir diese Schraube zurückdrehen? Nein.
Wir können, also die Analyse ist richtig. Und die Antwort derjenigen, die sich mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen befassen, und zwar von der grundsätzlichen Seite, nicht jetzt kurieren an Symptomen, sagen ja und. Wenn es so ist, dass die Tätigkeiten durch Mechanisierung wegfallen, ist das ja nichts, was wir zurückschrauben müssen, sondern etwas ist, was den Menschen zusätzliche Freizeit gibt. Das ist das Problem, wenn ich einen Arbeitsplatz im Sinne eines Fulltime-Arbeitsplatzes als eine Tätigkeit wahrnehme, aus der ich mein Grundeinkommen oder mein Gehalt ziehe. In dem Moment, wo ich eine Einkommenssicherung habe, das ist der große Unterschied, ist es überhaupt nicht schlimm, dass eine weitere Automatisierung und Mechanisierung zum Abbau der Arbeitsplätze führt. Wenn, und das ist das Entscheidende, die dadurch, der Mensch Sicherheit hat quasi. Wenn auf der einen Seite der Mensch die grundsätzliche Sicherheit hat und deswegen nicht ins Nichts fällt oder auf der Straße landet. Und zweitens, wenn das, was wir heute haben, ist ja Folgendes. Ein großer Automobilhersteller führt eine neue Technologie ein mit dem Ergebnis, dass 100.000 Leute arbeitslos werden. So, alles, das ist die Realität mit der Konsequenz, dass die durch die Mechanisierung erzielten Gewinne, durch den Abbau von Personal eingesparten Kosten, was wieder Gewinne sind, den Shareholders und dem Konzern zugutekommen. Das heißt, die sozialen Lasten, nämlich das, was an Arbeitslosengeld passiert, dadurch, dass ich 100.000 Umschulung und anderes. All diese Geschichten werden sozialisiert. Das heißt, die Gewinne bleiben bei den Konzernen und die Schäden, die dadurch angerichtet werden für die gesamte Gesellschaft, die muss die gesamte Gesellschaft tragen. Aber es muss doch so Menschen, die hier über Marxismus und Sektierer und, ja, und solche Unsinnstheorien von sich geben, denen müssen doch diese Dinge auch klar sein. Auf der einen Seite, wie gesagt, kann sich das doch jeder jetzt vorstellen. Ein Betrieb, wo vorher 100 Leute irgendein Produkt hergestellt haben, an einem Band oder wie auch immer. Jetzt kommt morgen hier, das habe ich auch als Beispiel schon gebracht, der schlaue Berater, nachdem die nach 10 Jahren 10 Millionen Gewinn erwirtschaftet haben durch ihre Händearbeit und sagt dem Chef, Mensch Chef, pass mal auf, das, was die 100 Leute da unten machen, kann eigentlich ein Roboter machen. Ja. Das heißt, Computersteuerung, zack, zack, irgendwelche Fertigungsmaschinen hin, die das alles machen. Wären wir jetzt in einem wirklichen System, was den Namen sozial gerecht vertragen würde, würde doch dann jeder Chef hingehen und würde sagen, Mensch, super, ich brauche statt der 100 nur noch 20 Leute, aber die Produktionsstraße bringt mir im Prinzip den dreifachen Output, weil die arbeitet 24 Stunden am Tag, die 20 Leute bleiben in der Arbeitszeit und die wird jetzt unter den 100 aufgeteilt. Das heißt, jeder arbeitet nur noch ein Fünftel letztendlich. Aber ich habe ja den dreifachen Profit. Das heißt, eigentlich könnten die Leute doch problemlos weiterbezahlt werden. Denn, wie gesagt, das Geld kommt ja. Das ist ja ganz hervorragend genau eine der Finanzierungsstrukturen. Also wenn du jetzt hergehst und sagst, wir haben ein riesiges Paket, was wir jetzt schon im ganzen Bereich Arbeitslosengeld, Hartz IV, also in der BRD, Hartz IV und so weiter haben, all diese Gelder würden dann in einer solchen Situation jetzt zur Verfügung stehen. Die geben wir jetzt schon aus. Ich brauche keine Arbeitsagenturen und gar nichts mehr. Das ist ja auch ein Riesenapparat in der Schweiz, diese ganzen RAFs und Sozialhilfe, ja, und Beratungsstellen. Alles weg, alles überflüssig. Klar, erstens das. Zweitens habe ich ja noch einen großen Topf der Überflüssigkeiten. Ich sage mal das Wort Versicherungen. Ja. Wenn jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen hat, was muss ich mich dann noch irgendwelche Blödsinnsachen, also Lebensversicherung macht dann gar keinen Sinn mehr. Wozu brauche ich die denn? Was will ich damit machen? Richtig. Das ist auch diese berühmte unnütze Arbeit, die Versicherungsvertreter und diejenigen, die das verwalten und so weiter, allein dieser ganze Bereich würde auch letztendlich wegfallen. Aber du hast eine Schlüsselinfo schon gesagt, der Unternehmer, bleiben wir bei dem Unternehmer, der 100 Leute hat und künftig können das noch 10 machen. Hervorragend. Entweder Möglichkeit 1, ich verteile die Arbeit, die bislang eine 40-Stunden-Woche oder was immer man gehabt hat, auf die 100 Leute und die müssen dann, da es nur noch ein Zehntel möglich ist, keine 40 Stunden in der Woche mehr arbeiten, sondern arbeiten 4 Stunden in der Woche. Das heißt, die haben
Möglichkeit ohne Ende, irgendwas anderes zu machen, entweder zuzuverdienen oder die Freizeit zu genießen, den nächsten Bildungsabschluss zu machen, sich um die Kinder zu kümmern, einen Garten anzulegen. Du bringst genau die Argumente, die die denkenden Befürworter dieses bedingungslosen Grundeinkommens jedes Mal darlegen, das Potenzial, was so eine Entscheidung mit sich bringen würde. Und wie gesagt, sie finanziert sich eigentlich selbst durch Vollautomatisierung und das in allen Bereichen. Wozu haben wir die Technologien entwickelt? Nicht bestimmt hat kein Erfinder etwas erfunden und hat gesagt, hurra, hurra, jetzt mache ich mal Aktionäre reich. Jeden Erfinder, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, hat gesagt, ich tue das zum Wohle der Menschen, dass es dort einfacher wird, dort Lösungen gibt, dort schneller geht, wie auch immer. Jetzt haben wir einen Punkt mal beleuchtet. Die zweite große Misere ist ja für die alle, die das jetzt vertreten und sagen, ja, muss weiter Anreiz und Wettbewerb und Gehalt. Das ist ja dieses Zauberwort. Der Mensch denkt ja immer, aha, ich verdiene jetzt brutto, sage ich jetzt mal 2000 Euro oder 3000 Franken oder wie auch immer. Und das, was ich netto dann auf dem Zettel stehen habe, gehört mir wirklich. Und da liegt ja der nächste Irrtum drin. Das ist die nächste Problematik, dass man sich mal kritisch ansehen müsste. Und das kann man ausrechnen. Du hast gesagt, 2000 Euro oder Franken als Beispiel ist etwas, was man auf dem Zettel brutto hat. Und wenn man dann sich ansieht, was an normalen Abgaben weggeht und was an indirekten Abgaben weggeht, das, was also letztendlich an Steuern, direkten, indirekten Steuern reingeht, ist etwas, was dazu führt, dass von dem, was der Arbeitgeber ursprünglich mal für dich oder für mich hat ansetzen müssen als Gehalt, von dem bleibt nachher zum Ausgeben, zum wirklichen, echten, freien Verfügen nach Abzug von 73%, 27% übrig. Das ist das, was ich nachher echt habe an den Dingen, die bei mir auf dem Zettel stehen. Also um das erklärbar zu machen, das heißt, netto heißt zwar für mich, dass ich es ohne Bedingungen ausgeben kann, aber es heißt nicht, dass es rein für mich ist. Denn nehmen wir das Beispiel Tanken. Jeder Liter Sprit, der in meinen Autotank hineinläuft und den ich bei dem Tankstellenbesitzer übernehme, kommt weder dem zugute noch letztendlich mir, sondern da ist ein großer Anteil Mineralölsteuer drin. Jedes Bier oder jeden Schnaps, den ich trinke, da ist es vielleicht gar nicht hoch genug, aber das ist wieder ein anderes Thema, ist Alkohol-Branntweinsteuer drin, Leuchtmittelsteuer, Tabaksteuer, Mehrwertsteuer. Also das heißt, liebe Zuschauer, netto ist lange nicht netto, wenn Sie letztendlich auch diese Steuern, die Sie jeden Tag, die Sie im Supermarkt mitbezahlen, die Sie an der Tankstelle, im Kiosk, wo immer Sie tätig sind, mitbezahlen. Wir werden gleich nach der Pause uns noch eingehend mit zwei, drei anderen Punkten beschäftigen, die Ihnen zeigen, wie toll das bedingungslose Grundeinkommen ist. Bis gleich. Wir sind wieder zurück bei unserem Thema heute, bedingungsloses Grundeinkommen, und nochmal es vertiefen und unseren Zuschauern auch definieren, warum das sehr wohl Sinn macht und man sich nicht von Polemik und einfachem Blabla ablenken lassen soll. Das ist das, was leider in unserem Mainstream immer häufiger passiert. Deswegen noch einmal von mir eingeladen, bei mir heute Professor Dr. Michael Vogt, der uns da Rede und Antwort stehen kann. Danke. Vor der Pause waren wir gerade bei dem Thema, dass netto längst nicht netto ist und dass uns noch viele versteckte Steuern, Gebühren, über die kommen ja auch noch dazu, egal was du machst, wenn ich meinen Führerschein verlängern lasse oder mein Auto zulasse, alle Dinge, die vom Staat angeordnet sind, kosten ja noch mal zusätzlich Geld. Ja, beim Sprit haben wir, du hast es angesprochen, haben wir über 70% Steuer drin. Im Strom haben wir bei uns 41% drin. Das heißt, das, was ich normalerweise eigentlich, wenn es wirklich darum ging, den Stromanbieter für seine Leistung, für das Bringen des Stroms bei mir zu Hause, dass ich am Computer sitzen kann, bezahlen würde, könnte ich auf 60% runtergehen, wenn ich nicht die 41% Steuern ohnehin noch bezahlen müsste. Also ich würde sogar noch einen drauflegen. Mach. Wir haben jetzt gerade von Steuern und sowas gesprochen, aber wir haben noch ein Thema gar nicht angesprochen. Richtig. Unser Lieblingsthema. Ja.
Wie macht sich denn der Zins? Das ist ja für mich das größte Damoklesschwert, was über den Generationen hängt. Der Zins macht sich da ja auch noch bemerkbar. Das heißt, hätten wir nicht dieses dumme Zinssystem, dass alle Leute immer Zinsen auf irgendwas bezahlen müssen, wären wahrscheinlich auch viele Güter wesentlich billiger zu haben. Du kannst, auch das ist ausgerechnet worden, das haben wir in der Wissensmanufaktur auch gemacht, dass du eben davon ausgehen kannst, dass in all den Produkten zu der Finanzierung, zur Kreditbeschaffung eine Größenordnung von ca. 40% an Zins nochmal mit reingerechnet werden muss. Das heißt, man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Faktoren der klassischen, üblichen Belastung durch Steuern, Abgaben, Gebühren, sonst irgendetwas, plus der Zinsfaktor das Leben in einer Dimension hier verteuert und schwierig macht, die auf der, wenn das alles nicht gäbe, auf der anderen Seite ein bedingungsloses Grundeinkommen unter Voraussetzung der Abschaffung des Zinses beispielsweise, des Zinssystems, in einer Größenordnung, da könntest du mit ganz anderen Dimensionen leben und die hättest du dann wirklich zum Ausgeben, mit denen könntest du wirklich etwas anfangen, wenn dann ein Automobil oder eine Reise oder ein Leibbrot beim Bäcker deutlich weniger als die Hälfte kosten würde, wenn das alles rausgerechnet ist, dann sind Dinge natürlich auch in einer ganz anderen Weise finanzierbar, als es im Augenblick, wenn man sagt, naja, das Geld haben wir ja nun gar nicht da. Also, das ist ja ein gutes Beispiel auch gebracht, das Thema Automobil. Ja. Nicht nur dass das heute vollautomatisch zu fertigen wäre, bis auf wenige Ausnahmen, auch sage ich den Menschen immer, überlegt doch mal, wenn bei VW, sage ich jetzt mal, in Wolfsburg ein Golf aus der Fertigungshalle rausrollt, dann ist der doch bezahlt. Es kann ja gar nicht anders sein. Wird ja niemand annehmen, dass VW die Einzelteile von den ganzen Zulieferern und das Material geschenkt bekommt. Ja. Seltsamerweise kostet der dort 15.000 Euro. Wenn er hier aber im Laden steht, kostet er 30.000 Euro. Ja, woher kommt denn da diese wahnsinnige Wertschöpfung? Ja. Und das ist ja genau das. Wir haben uns Systeme dazwischen geschaltet, die uns heute umbringen und sind aber nicht in der Lage zu erkennen, dass wir diese Systeme wieder zurückdrehen müssen. Und das könnten wir problemlos, denn, wie gesagt, nutzen wir doch die Errungenschaften, die unsere Väter und deren Väter erarbeitet haben. Ich sage komischerweise auf der anderen Seite, jetzt sind wir beim Thema Erbschaft, da geht's. Ja. Also wenn ich einen Vater hatte, der sich krumm und bucklig gearbeitet hat und ein paar Millionen auf die Seite geschafft, da kann ich dann danach als Nachkomme sagen, so, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich setze mich hin, ich muss selbst nicht arbeiten, haben wir eben gesprochen. Ja. Wenn du 1 Million, 2 oder 3 hast und die nur von den Zinsen kann man annehmlich leben. Und das, was wir mit dem der Zinseffekt ist insofern noch, hat noch einen Nebeneffekt, dass er, das ist eben das Entscheidende, dass wir im Augenblick feststellen können, dass die Umverteilung von fleißig nach reich, also die Umverteilung der Menschen, die hier jeden Tag sich krummlegen, jeden Tag arbeiten, auch gerne zur Arbeit gehen, gar keine Frage, die werden immer stärker ausgebeutet, immer stärker belastet. Und das sind von der Gesellschaft her, man kann das in Segmente einteilen, sind es etwa 90% plus, die in dieser Mühle drin sind. Und die letzten 10%, zum Teil ist es ein bisschen weniger, manchmal auch ein bisschen weniger, aber um die 10%, das sind die Nutznießer dieses Systems. Und dort fließen in einem gigantischen Umverteilungsprozess mit den Konsequenzen, dass auch Industriestaaten, die an sich die Möglichkeit hätten, einen gewissen sozialen Standard zu garantieren, in immer größerer Form mit Verarmung und Armutsproblemen zu kämpfen haben. Da fließt die Kohle hin, ohne irgendein Limit. Und das ist etwas, was natürlich mit dem Zinssystem in ganz besonderer Weise zusammenhängt. In dem Moment, wo man das Gegenteil machen würde, dass also die großen oder überhaupt Sparguthaben auf der Bank mit einer Umlaufgebühr versehen werden. Da könnte ich mir die ganzen Steuern nachher sparen. Von der Umlaufgebühr kann ich die Staatsausgaben finanzieren. Wenn ich das machte, dann wird das Geld einerseits in Bewegung gehalten und andererseits wächst es nicht exponentiell und verteuert uns das Leben exponentiell oder beutet uns exponentiell aus. Siehe USA, aber man muss gar nicht weit reisen. Man sieht das in Europa. Du hast gerade ein weiteres Stichwort gesagt, das Stichwort USA.
Ich schaue mir ja immer so die Entwicklung und manchmal ist es ja grotesk, dass in einer Zeitung auf der Seite 3 das Thema steht, wie teuer der Solarstrom wird. Auf der Seite 5 steht dann dahinter, dass der Staat die Förderungen einstellt und letztendlich wieder Gaskraftwerke bauen will. Das heißt, wir torkeln von der Abhängigkeit der Öllieferanten dann in die Abhängigkeit der Gaslieferanten. Aber sei es drum, nicht heute unser Thema. Aber was mich in dem Zusammenhang doch sehr berührt und wie gesagt, weißt du, da... Einer hat irgendwann in diesem Gegenargumentieren gegen das bedingungslose Grundeinkommen das Wort Staatssklaven verwandt. Mhm. Also die Empfänger des bedingungslosen Grundeinkommens würden dann zu Staatssklaven gemacht. Ich möchte mal hier einen kurzen Artikel zitieren. Samstag, 21. April, auch Neue Luzerner Zeitung. Immer mehr US-Bürger verarmen. Washington. Immer mehr Amerikaner sind auf staatliche Lebensmittelhilfe angewiesen. Wie das Haushaltsbüro des US-Konzerns gestern bekannt gab, bezog 2011, und jetzt mal halte sich fest, jeder siebte US-Bürger Lebensmittelmarken, das sind 70% mehr als noch vor Beginn der Wirtschaftskrise. Also wenn ich das jetzt trotzdem rechne, jeder siebte, 70% mehr, war jeder zehnte bereits schon vor der Wirtschaftskrise, also jeder zehnte Erwachsene, war vor der Wirtschaftskrise schon einer, der sich gar nicht finanzieren konnte, bevor die Krise überhaupt kam. Ist ja mal interessant zu sehen. Und heute jeder siebte. Und gleich noch was Zweites. Lass mich noch einen Satz dazu sagen. Ja. Der Obama wird ja schon als Mr. Foodstamps, also als President Foodstamps, also der Präsident der Essensmarken, gekennzeichnet, weil das eben, wie du richtig und wie die Zeitung auch korrekt berichtet, dass ein Anstieg ist, der dramatisch ist, seit Obama dran ist, also sprich, seit die Wirtschafts- und Finanzkrise noch so richtig an Fahrt bekommen hat. Und was da noch nicht drin steckt, insofern sind diese ganzen Zahlen natürlich immer ganz mit Vorsicht zu genießen, das müssen Sie jetzt zugeben. Was nicht drin steckt, ist ein Heer von etwa 50 Millionen Amerikanern, die unter der Armutsgrenze leben, die zum Teil in Zeltstädten leben, die zum Teil im eigenen PKW leben, weil sie ihr Haus nicht mehr haben bezahlen können und die keinerlei Möglichkeiten, und da nicht jeder natürlich sich jetzt Essensmarken holt, die gehen zur Heilsarmee, die gehen sonst irgendwo hin. Die wirkliche Zahl der notleidenden Amerikaner ist in einer Dimension größer als dieser jeder siebte, wie auf der anderen Seite die Anzahl der Leute, wo das Geld dann landet, ein Bruchteil der Bevölkerung ausmacht, nur das Geld, was da landet, immer größere Dimensionen annimmt. Also letztendlich muss ich sagen, was ist das denn? Das ist doch nichts anderes wie ein Grundeinkommen, wenn ich meine Verpflegung schon vom Staat bekomme, dann Kleiderhilfe vom Staat, dann vielleicht noch einen Mietzuschuss, dann habe ich doch das bereits schon. Nur, wo ist jetzt der Sklave? Ist der Sklave dort, wo, wie wir gesagt haben, ein Anrecht besteht ab dem Tag der Geburt auf Leistung, weil meine Väter und Vorväter durch ihre ganze technischen Entwicklungen letztendlich das möglich gemacht haben? Oder bin ich hier der Sklave, wo dann der Herr vom Sozialamt hinter seinem riesen Schreibtisch sitzt und mich immer böse anschaut, weil er mich als Schmarotzer sieht und das tolle kapitalistische System, was wir geschaffen haben, als das Wahre sieht, weil es ihn ja trägt? Also bin für den ich, der kommt und sagt, bitte, bitte, bin ich im Prinzip der, der sein System gefährdet. Ja. Das heißt, ich muss mich mit Erniedrigungen, mit Randgesellschaft und mit den allen Dingen zufrieden geben, krieg aber letztendlich das Gleiche, weil eins ist klar, egal in welchem Staat, keiner wird sich es wagen, in der zivilisierten Welt die Menschen verhungern zu lassen, dann gegen einen Riesenaufschrei durch die Bevölkerung. Ja. Aber dort sind wir doch versklavt. Oder ich darf noch einen Punkt weitergehen, der auch sehr interessant ist. Ganz aktuell, ich glaube entweder von gestern oder von heute, ich muss mir das nochmal... Zentralschweiz am Sonntag, 22. April, gestern. Gestern. Artikel, ich zeige Ihnen mal, hier in die Kamera hinein. In Europa verliert eine ganze Generation ihre Zukunft. Die Jugendarbeitslosigkeit, nur um das einmal zu sagen, Spanien und Griechenland, jeder zweite Jugendliche, also stehen fünf auf dem Haufen, sind mindestens zwei, wenn nicht drei, arbeitslos. Portugal und Italien jeder dritte, Frankreich, Großbritannien jeder fünfte und Deutschland jeder zehnte, in der Schweiz jeder 25., jeder 24., jeder 20.
jetzt auch zu den Zahlen, dass wir das für den Zuschauer gleich relativieren. Das sind natürlich öffentlich bekanntgegebene Zahlen. In diese Zahlen fällt nicht hinein, wer in einer sogenannten behördlichen Maßnahme ist. Ja. Das heißt Umschulung, Praktikum, Schnupperkurse, was auch immer. Und die nach der Zeit der Arbeitslosigkeit maximal 2 Jahre ausgesteuert wurden in die Sozialhilfe. Auch die sind da nicht drin. Es sind auch nicht diese sogenannten 1-Euro-Jobs. Die schönen natürlich die Statistik auch nochmal heftig. Das heißt, ich habe dann Leute, die an sich arbeitslos sind, die werden dann verpflichtet zu 1-Euro-Jobs, werden dann durch die Hintertüre, die bei uns die berühmten Hartz-IV-Aufstocker, das heißt, die fallen an sich rein fiskalisch in diesem System, rein finanziell diesem System zur Last, erscheinen aber nicht in der Statistik. Das, was wir vorhin gesagt haben, und das wird an diesem Beispiel, es ist ja kein Zufall, dass Griechenland und Spanien auf Platz 1 und Platz 2 stehen oder mit knapp 50% die Spitzenreiter der Jugendarbeitslosigkeit sind. Das sind die Gelder, Griechenland vorneweg, wo im Augenblick die meiste finanziellen Rettungsmaßnahmen hinführen und hinfließen. Das heißt, wir haben eine Struktur im Augenblick im EU-Raum, wo das meiste Geld hinfließt, die größte Not und die größte Arbeitsplatzvernichtung und Zukunftslosigkeit auf der anderen Seite produziert wird, womit völlig klar wird, wohin die Gelder wirklich fließen. Dem Griechen hat der normale Grieche, der griechische Jugendliche hat nicht einen einzigen Cent von dem, was dahin fließt, sondern es geht alles in die großen Staatssysteme und Kapitalsammelbecken und die Finanz- und die Banksysteme. Da geht es hin, da wird immer mehr benötigt. Das ist dann wieder diese exponentielle Zinseszinskurve, die natürlich dazu beiträgt, dass man immer mehr braucht. Und je mehr Schulden ich habe, desto durch den Zins- und Zinseffekt geht das irgendwann mal ganz steil nach oben. Das ist ja dieses berühmte Krankheitssystem bei diesem Geldsystem. Und das, was rauskommt bei den Menschen, ist Not und Elend. Und eine vorrevolutionäre Situation, muss mich auch völlig drüber im Klaren sein. In Spanien sind die jetzt dabei, das Demonstrationsrecht abzuschaffen. Das soll nicht mehr stattfinden, das hat was mit Aufruhr zu tun. Griechenland ist in dem Bereich ähnlich. Lissabonner Verträge, die haben inzwischen durch die Hintertüre über die EU-Menschenrechtscharta die Todesstrafe wieder eingeführt. Du hast also eine Tötung, ist dann keine Tötung nach Artikel 2 der Grundrechtscharta, wenn sie zur Niederschlagung eines Aufstandes oder eines Aufruhrs nötig ist. In dem Moment, wo hier ein Aufstand oder ein Aufruhr als solcher interpretiert wird, weil man gegen die spanische Regierung und deren Bankenabhängigkeit und Kapitalabhängigkeit gegen das griechische System, da sitzen ja die Goldman Sachs-Leute schon in der Regierung und managen das. Also alles, wenn ich das so höre, und das höre ich ja nicht das erste Mal von dir, dass wer sich ein bisschen umschaut, der kann das in vielfältigen Publikationen nachlesen. Und das sind zwar von den einen betrachtet Verschwörungstheoretiker, ich lasse mich gerne so beschimpfen, für mich ist das mittlerweile ein Kompliment geworden, wenn man nicht einfach das glaubt, was man jeden Tag vorgekaut bekommt. Also fassen wir mal zusammen, ich sage immer, meine Zuschauer sollen ein Ergebnis haben. Das bedingungslose Grundeinkommen heißt nicht, den Menschen aus einem Topf XY, egal wie der gespeist wird, jedem einfach im Monat 2.500 Franken oder 2.000 Euro oder wie auch immer gestrickt, zu überweisen und alles andere zu lassen. Was der Herr Schmidt und der Herr Hähne da in der Schweiz, übrigens, das können wir mal zeigen, genau. Ja. Das ist im Moment das, was in der Schweiz gerade gestartet wird, dass wir also dahin gehen und das, was der gesagt hat, ganz klar machen. Das bedeutet, es ist ein Kulturimpuls. Und diese Aussage war gar nicht so verkehrt, denn diese ganzen Gegenredereien, die immer wieder polemisieren, können wir komplett außen vor lassen. Das heißt, erstmal, wenn die Initiative angenommen wird durchs Volk und das Volk verstanden hat, dass der Zins auf der einen Seite, unsere erfüllten Märkte auf der anderen Seite, die Thematik von Arbeit und Nebenkosten in der Situation und
die Thematik der Wertschöpfung, wie Geld überhaupt entsteht. Wenn die Menschen das begriffen haben, dann haben sie verstanden, dass wir diese Systeme ändern müssen. Ja. Und jetzt geht es ja darum, dass keiner hinsitzt und sagt, ich bin der Ober-Grundeinkommensguru, ich weiß, wie es geht und sagt uns morgen das fertige Konzept, sondern es geht ja darum, mit dieser Initiative ein umsetzbares Konzept. Also wir haben das eine Beispiel schon gebracht. Vollautomatisierung ergibt die gleiche Wertschöpfung am Produkt, aber nur einen bedingten Anteil an Kosten. Das heißt, das gesamte differenzierte Mittel, was da frei werden, die können eigentlich Menschen finanzieren. Das ist jetzt aber ein anderes, das ist ein Schlüssel. Diese Geschichte ist insofern ein total guter Schlüssel, weil es deutlich macht, dass ich an dem Grundsystem etwas ändern muss. In dem Moment, wo ich die von dir vorhin angesprochenen 100 Leute habe, davon 90 freisetze, muss das Unternehmen dafür Sorge tragen, entweder mit der Weiterbeschäftigung oder dass diese 90 auf der Payroll des Unternehmens weiter bleiben und das, also auf der Payroll im Sinne des bedingungslosen Grundeinkommens, das heißt, dieses Unternehmen bezahlt mit jeder Entlassung, mit jeder Freisetzung, was gar nicht schlimm ist, die Leute haben dann Freizeit, sichert denen aber das Grundeinkommen zu. Das heißt, es ist nicht der Staat oder es ist nicht die Allgemeinheit in einem solchen konkreten Fall, sondern es ist ein Unternehmen, das einen ökonomischen Vorteil hat, weil es die Leute freisetzt, was einen ökonomischen Vorteil hat durch eine Mechanisierung, durch eine bessere Produktion, eine sichere Produktion und sagt, das kann ich jetzt alles mit 10 Personen und die anderen 90, für die bezahle ich das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn ich eine solche Konstruktion habe, ist das Unternehmen der Gewinner, es sind die Menschen von der Freizeit und von der Zeit her der Gewinner und es fällt die Finanzierung des Grundeinkommens, in dem Fall ist das überhaupt gar kein Thema, ist in dem Fall gesichert. Wenn ich eine solche Grundkonstruktion habe, stellt sich die Frage der Finanzierbarkeit. Und er stellt sich auch zweitens die Frage nicht, was machen die 90? Die haben von früh bis spät in der Vergangenheit gearbeitet. Das sind Leute, die offensichtlich nicht die Hände in den Schoß legen, die faul sind und die sonst irgendwelche Etikette angeklebt bekommen. Die werden sich umsehen. Vielleicht werden sie nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten, sondern nur 20 Stunden. Vielleicht werden sie sagen, nee, das gefällt mir alles gar nicht. Ich mache was Neues, sehe mich da um, schule mich um, bilde mich um oder kann in einem anderen Unternehmen meine Erfahrung einbringen, wie auch immer. Genau das, was du sagst, wollen wir doch mal die Situation anschauen, wie sie ist. Wir haben doch heute eigentlich das viel größere Defizit im Bereich der Menschlichkeit. Richtig. Nicht im Bereich der Produktionen und der Entwicklungen. Ja. Nein, im Bereich der Menschlichkeit. Und dann sage ich, wieso sind Länder, die so Hightech sind, ich nehme nur zwei, Japan, Schweiz, wieso führen die weltweit die Statistik der Jugendselbstmorde an? Obwohl das die hochentwickelsten und reichsten Länder sind, wie kann das denn sein? Das ganze Thema, Norbert, das ganze Thema in den sogenannten fortschrittlichen, hochzivilisierten Gesellschaften von Burnout und Mobbing, was das eine Dimension hat, wie Menschen systematisch kaputt gemacht werden, an den Rand ihrer physischen Existenz gebracht werden. Du, wenn ein Arbeitgeber mir blöd kommt und ich sage, okay, auf Wiedersehen. Ich habe doch die Möglichkeit, entweder von dem Arbeitgeber eine menschliche, eine humane, eine gerechte Umgehensweise für meine Person zu erwarten. Oder ich gehe, da muss ich jemand anders suchen. Ich sage die Erpressung, die heute möglich ist, klar, wenn du gehst, die gesetzlich fundiert ist, muss man sich auch sagen. Das ist sicher. Das ist genau das Grundübel. Wir machen nicht die Waffengleichheit, sondern die werden quasi rumgedreht. Der Mensch selber kommt plötzlich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen viel mehr in den Mittelpunkt der Möglichkeiten zu sagen, das lasse ich mir nicht mehr gefallen oder da ist mir der Lohn zu niedrig, bezahl mich fair, behandle mich gerecht, mobb mich nicht. Und jetzt hast du genau das Argument gebracht, was den Gegnern, die natürlich in genau diesen Reihen zu finden sind, das ist, warum sie es nicht wollen. Ich sage, die Menschen würden nicht zu Sklaven, die Menschen würden eine ungeahnte Freiheit bekommen, sich selbst zu entscheiden, weil sie nicht mehr abhängig sind. Was ich immer auch noch gern nicht aus dem Blick verliere in der Diskussion ist, schauen wir uns doch einmal an, wodurch Konzerne so reich geworden sind.
Sind die so reich geworden, weil da irgendwann der große Onkel aus Amerika kam mit einem Millionensack an Dollars und hat die dem Unternehmer aufs Konto überwiesen? Oder sind diese Unternehmen so vermögend und reich und weltbeherrschend teilweise geworden, weil sie Tausende von Menschen haben, die sich, ich sag's mal ganz offen, den Arsch weggearbeitet haben für diese Konzerne, später im Alter dann, wie es heute so oft ist, auch noch ein Dritte für gekriegt haben, weil ein jüngerer, kräftigerer vor der Tür stand, der den Job übernehmen konnte und durch deren Arbeitsleistung, deswegen ist ja für mich das Wort Arbeitgeber, Arbeitnehmer eigentlich ein Umkehrfehler, weil der Arbeitgeber ist nämlich der, der seine Arbeitsleistung gibt und nicht richtig. Der oben auf dem goldenen Stuhl sitzt. Der andere nimmt sie. Ja. Genau. Das heißt, die haben 20, 30, 40 Jahre sich krumm gemacht, haben vielleicht dann noch sich eine Krankheit eingefangen. Ich will jetzt nicht anfangen, von Asbestskandalen und ähnlichen Dingen zu reden. Das führt alles zu weit. Aber das haben wir ja alles noch im Hinterkopf. Sind womöglich sogar gestorben mit der Arbeit. Letztendlich ist gerade das Asbestthema, wenn ich nehme, da ein Konzern und Leute sind Multimillionäre geworden. Und letztendlich, was hat es gebracht? Außer den einen, die sich heute auf irgendwelche Güter zurückziehen und eine Privatarmee haben, die die absichern, hat es niemandem etwas gebracht. Und dieses System, wenn wir es heute vergleichen, wenn wir uns die Zahlen angucken, wie viel Prozent der Bevölkerung arbeiten wirklich, sind wir in Deutschland ungefähr bei der Hälfte der Bevölkerung knapp. Ich glaube, 48% der Deutschen arbeiten. Alle anderen sind entweder reich oder ganz arm. Und von denjenigen, die dort wirklich im Arbeitsprozess sind, also die, die jetzt nicht Schüler sind, die nicht Rentner sind, die nicht Sozialhilfeempfänger sind, Bundestagsabgeordnete sind, also alle die jetzt nicht arbeiten, von der wiederum ist die Hälfte überhaupt wirklich produktiv. Das kommt ja auch noch dazu. Andere verwalten eigentlich nur, verwalten und kontrollieren, muss man sich vorstellen. Das ist auch. Du hast aber einen Punkt, da würde ich gerne noch eine Anmerkung, weil das ungeheuer wichtig ist. Du sagst Stichwort Asbest. Es gibt zahlreiche Situationen, zahlreiche Unternehmen, bei denen klar ist, dass dadurch, dass der Profit und der Zins im Mittelpunkt von Gutachtern, von Festlegen von Grenzwerten und steht und nicht der Mensch, wir genau die Probleme haben, die wir uns produzieren. Indem wir das rumdrehen, wo der Mensch plötzlich eine Bedeutung bekommt in dem Arbeitsleben, in dem Leben in diesem Land oder in unseren Ländern, sind auch solche Auswirkungen und solche Exzesse im Bereich gesundheitsschädigender Produkte und auch nicht mehr möglich. Die Gesundheit, ja, auch natürlich ein Thema. Ich will mich ganz herzlich bedanken, Michael, dass du wieder die Zeit hattest, zu mir zu kommen. Ich hoffe, wir konnten zur Aufklärung für unsere Zuschauer ein bisschen mehr beitragen. Ich hoffe, wir sehen uns auch öfter. Wir haben ja noch ein paar interessante Themen, die wir besprochen haben. Liebe Zuschauer, wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Ich hoffe, auch Sie konnten etwas mehr Klarheit bekommen zu diesem Thema Grundeinkommen. Wenn Sie mehr wissen wollen, schreiben Sie uns, informieren Sie sich über das Internet. Es gibt genügend Seiten, die auch dort die Berechnungen. Auf meiner neuen Website werden wir auch die entsprechenden Beispiele einmal nachgerechnet einbringen. Und heute konnten Sie bestimmt mitnehmen, wenn wir das Thema Zins, wenn wir das Thema Steuern, wenn wir andere Thematiken, die unser ganzes Leben verteuern und es abhängig machen, einmal uns betrachten, dann sehen wir, ohne dass man heute irgendwelchen Menschen etwas wegnehmen muss. Es ist genug da für alle und die Leistungen unserer Vorväter, die sind für uns alle da. Ich bedanke mich, einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal.